durch die Wand, hm? So bin ich. Ich weiß, du musst jetzt los. Ich mach das hier fertig. Gott. Ich höre jetzt nach Home. Okay, wir sind jetzt erstmal gestorben. Weil das halt saulahm war. Okay, dann halt nochmal. Wach auf, hier ist mehr Fixer am Anmarsch. Bischlen. Kennst du Kinderhook? Scheiße. Kann man den vielleicht irgendwie runterschießen oder so? Den nervt ein bisschen. Okay, jetzt ist es ein bisschen heftig. Aber das Skillpunkt könnte uns nicht weiterhelfen, da wir 2 benötigen für den Helikopter. Nach dem Helikopter, kann man den irgendwie runterholen oder so? Der nervt richtig. Yeah! Okay, alles klar. So ist das Ganze ein bisschen einfacher. Und die Mission ist damit auch beendet. Alles klar. Ich dachte, wir müssen da irgendwie abhauen oder so. Das hätte ich lang versuchen können. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck.
Okay. Heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay. Ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Okay, ich mache wieder mal einen Auftrag mit der Clara. Mal sehen, was die jetzt vorhat. Genaueres. Hand im Getriebe ist auf jeden Fall nicht gut, aber mal sehen, was es auf sich hat. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Ich wollte ihm aber nicht den ganzen Spaß machen. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Warte kurz, mein Sohn. Ich führe dich zum Glauben. Oh, ich weiß, was du jetzt denkst. Ich will dir Gott verkaufen, aber so ist das nicht. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Okay, Helena. Nun zu dir. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Ja. Onkel Angie. Helena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Wo bist du, Angelo Tucci? Da bist du ja. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut.
Kannst du kurz? Lass hören. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Gut, mehr als nur ein paar. Da kommt echt Riesenärger auf. Hilfe brauchen! Super. Bestimmt. Verstärkung ist da. Coming! Ah, falsche Taste. Gibt's da nicht. Ich fahre, Achtung! Dank. Schubst ihn von der Straße! Los! Ziel ist zu Fuß! Er ist bewaffnet! Hilfe! Los, ich decke euch! So, jetzt müssen wir das nur noch überleben, was nicht der Fall wird. Ah, geil, was geht denn ab? Nicht gut, gar nicht gut. Mann.